Hallo alle zusammen. Hallo, ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Heute habe ich eine besondere Frage an meine Frau. Warum viele Menschen, besonders im Alter, einen Kamm haben, ungefähr auf Höhe des siebten Halswirbels, beziehungsweise dass hier so eine Wölbung, so ein Buckel bei Menschen entsteht? Это очень распространенный вопрос, очень распространенная проблема не только у офисных работников, это еще называется холм-бухгалтера. То есть в основном, считается, что это такая проблема у тех, кто работает за компьютером, за столом, формируется такой некий горб. Но в последнее время этой проблемой чаще начали страдать также спортсмены. Dieses Problem ist weit verbreitet und diese Frage wird häufig gestellt. Im Russischen nennt man diese Beschwerde ja der Kamm des Buchhalters oder der Buckel des Buchhalters. Es ist so, dass die Ursache dafür so langes Sitzen ist über dem Tisch, über ein Blatt Papier oder langes Reinsehen in einen Computerbildschirm. Aber in letzter Zeit entstehen diese Beschwerden bzw. diese Verformungen auch bei Sportlern. Ну, многие временно получают эффект от массажных практик, то есть с помощью массажа, там, банок, либо каких-то других методов можно, ну, грубо говоря, разбить этот горб. Manche Leute bekommen schon eine Linderung. Man kann diesen Kamm ja kurzzeitig wegmachen lassen durch bestimmte Massagentherapien, durch Schöpftherapien wird der kleiner gemacht. Но он вновь будет формироваться раз за разом, и с годами, с возрастом, только как бы эта проблема, она усугубляется, потому что нужно рассказать людям о том, какова природа этого горба, из чего он, грубо говоря, состоит. Aber mit den Jahren wird dieses Problem trotzdem anwachsen. Dieser Kamm wird trotzdem wieder und wieder in Erscheinung treten. Und man müsste den Menschen in erster Linie erklären, was die Ursache dafür ist, für diese Entstehung dieser unschönen Verformung im Nackenbereich. Состоит он из жидкости. Diese Wölbung oder Schwellung besteht aus Flüssigkeit И жировой ткани. und Fettgewebe. То есть, в принципе, как бы и у худых людей он может тоже быть. Количество там, веса, жира вообще, в принципе, в теле, оно не влияет на наличие либо отсутствие этого. Es ist unabhängig, ob der Mensch jetzt übergewichtig ist oder dünn ist. Die Körperform, die körperliche Verfassung ist nicht ausschlaggebend dafür, ob der Mensch diese Formungen dann entwickelt oder nicht. И в последнее время я уже начала рассказывать про то, что чаще начали люди страдать, в основном даже те, кто занимается спортом. Почему они страдают? Потому что у них вся нагрузка идет на укорочение передних мышц. То есть они что-то работают, то есть качают пресс, то есть мышцы живота укорачиваются, да, мышцы рук. То есть все направлено на то, что вся передняя структура, она как бы, ну, сжимается и автоматически как бы шея выходит вперед. Из-за этого за спиной, грубо говоря, там формируются вот эти вот горбы. Also das tritt bei Sportlern, vor allem bei Gewichtshebern bzw. Leute, die viel im Fitnessstudio Gewichte stemmen, tritt das in Erscheinung. Bei manchen Arbeitern auch, wenn man sehr stark den vorderen Bereich anspannt. Vor allem trainiert man ja häufig auf die Verkürzung der Muskeln, also indem man schwere Gewichte hebt, auf hohe Wiederholungszahl. Das verkürzt natürlich sehr, sehr stark die Muskeln auf der Vorderseite des Körpers. Deshalb zieht sich vorne alles zusammen und der hintere Teil, der tritt dann stärker in Erscheinung. Поэтому самое простое решение всего это нужно вот эту переднюю структуру фасции, ее нужно растянуть. То есть это миофасциальный релиз. Я не знаю, как он In открывается. erster Linie müsste man dann diese Struktur hier Фасция. vorne dehnen, also vor allem mit der Faszie arbeiten, dass man die Faszie wieder in Ordnung bringt und wieder halt streckt, dass man diesen faszialen Release entwickelt oder darauf hinarbeitet. Поэтому, безусловно, для того, чтобы
решить эту проблему, к ней нужно подходить комплексно. Нужно ходить на массаж, который будет направлен на вот эту область. Это первый момент. И второй момент – это, безусловно, правильное растяжение всех структур. То есть это не значит то, что мы как бы начинаем здесь растягивать, да, там какие упражнения, это, например, мостик, да, когда мы в йоге растягиваем переднюю поверхность, да, верблюд, ну, лук, да. Лук, верблюд, то есть там то, что, чем мы растягиваем нашу всю переднюю поверхность бедер, да, важно, чтобы это было комплексно. То есть во время тренировки растягивалась и передняя, задняя и боковая поверхность тела. Что у нас есть, безусловно, только на йоге? Man müsste hier komplex vorgehen. Das heißt, dass wir zusätzlich zu den ganzen Massageanwendungen, therapeutischen Anwendungen, um diesen Kamm zu beseitigen, ist es sehr empfehlenswert, auch Yoga zu praktizieren, weil wir im Yoga sehr, sehr viele Übungen haben, die den vorderen Bereich, den Brustkorb strecken, die Brustmuskulatur, aber auch die Oberschenkelmuskulatur darf man nicht unberücksichtigt lassen, die muss auch gedehnt werden. Wir haben viele Übungen, wie zum Beispiel das Kamel, die Taube, das, genau der Bogen, die sehr intensiv den vorderen Bereich strecken. Also man muss jetzt nicht nur die Rückseite strecken, sondern komplex, wenn Sie Kraftsport machen, auch sich der Dehnung der Muskulatur, also eine bestimmte Zeit widmen, aber auch die seitlichen Körper, also die schrägen Bauchmuskeln, die Flankenmuskulatur muss auch ebenfalls gedehnt werden, damit diese unschöne Erscheinung nicht entsteht. Да, потому что, в принципе, все занятие по йоге, оно сформировано так, то есть мы сначала делаем Уттанасану, то есть мы растягиваем заднюю всю поверхность, потом мы, ну, уже когда размялись, мы выполняем практически основные упражнения на переднюю поверхность тела, то есть мы уже какие-то начинаем спереди фасции, мышцы все растягивать, ну и безусловно тоже есть на бока, то есть те наклоны, но я сейчас могу говорить только про те структуры упражнений, про те практики, которые предлагаем мы, как, что предлагают другие школы, другие преподаватели, я не знаю. Ну, я знаю точно, что какие упражнения дает на обучающих семинарах Ойген, что преподают наши преподаватели, наши ученики, что мы сами преподаем. Поэтому так. Also, wenn man jetzt unsere Herangehensweise betrachtet, unsere Yogaschule, haben wir ja in der Aufwärmphase auch Übungen, wo wir uns der Rückseite widmen, also die Rückenmuskulatur intensiv dehnen und aufwärmen. Und dann geht es nach und nach über auch zu Dehnungsformen und Dehnungspositionen, wo wir seitlich den Körper dehnen. Natürlich auch sehr viele Übungen, die den vorderen Bereich Brustkorb, die Bauchmuskeln dehnen und strecken, die Oberschenkelmuskulatur strecken. Hier können wir aber lediglich von unserer Herangehensweise und von unserer Yogaschule sprechen, wie das andere Kurse handhaben, wie andere Yogalehrer, welche Übungen sie dann tatsächlich einbauen. Darüber können wir uns jetzt nicht viel Information weitergeben. Поэтому я приглашаю вас на наше занятие в нашу йога-студию. Присоединяйтесь к нам в онлайн. И мы комплексно постараемся решить такую неэстетичную проблему, как горб. Deshalb laden wir euch ein, sich uns anzuschließen, online unsere Yogastunden mitzuverfolgen und mitzuüben. Wenn die Möglichkeit besteht, auch live Präsenzkurse bei uns zu buchen und mitzumachen, damit dieses unschöne Problem wie dieser Buckel oder dieser Kamm im oberen Rückenbereich, im Nackenbereich beseitigt wird und das langfristig. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Dankeschön. Das war's heute von uns und wir sehen uns das nächste Mal. Ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал Yoga Schule Minsk. Setzt ein Like unter das Video, abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos und Ausgaben verpasst. Und schreibt interessante Kommentare unter die Videos und ihr dürft auch sehr gerne diese Videos teilen.
Kann man denn wirklich diesen Buckel beseitigen, einfach durch Yoga-Übungen? Ja, надо посмотреть. Да, да, у нас. Еще и смотри, еще в смартфон записи вот так вот. Всех нужно на йогу. Да. Здорово, что есть онлайн занятия.